In diesem Video nur kurz gezeigt, warum ist die rekursive Implementierung beim Fibonacci so extrem langsam. Also die konkrete Implementierung gibt es in einem anderen Video, habe ich in der Infokarte verlinkt, aber sehen wir uns nun diesmal nur an, warum er so langsam ist. Also nochmal zur Erinnerung, so ist der Fibonacci definiert. Fibonacci von 1 ist 1, Fibonacci von 2 ist ebenfalls 1 und dann die mathematisch-rekursive Definition ist Fibonacci von n ist n minus 1, also Fibonacci von n minus 1 plus Fibonacci von n minus 2. Das heißt, im Endeffekt machen wir nichts anderes als immer zwei Zahlen addieren und das ergibt die nächste. Dann wieder die letzten zwei addieren und das ergibt die nächste. So, und jetzt haben wir das einmal iterativ implementiert und da haben wir gesehen, das Ergebnis ist sofort da. Ja, also instant. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben ein Array gemacht, das ist entsprechend n lang, n Elemente, und da der Fibonacci von 1 und 2 sowieso mit 1 definiert ist, können wir diese zwei Werte gleich reinschreiben. Und was jetzt passiert ist, dass wir einfach dieses Array von unten nach oben befüllen mit dieser dritten Regel. Also wir nehmen die zwei Zahlen, die schon da sind, addieren diese und das ergibt das nächste Element. Wir addieren die zwei und das ergibt das nächste Element. Und wenn man das so fortsetzt, dann passiert nichts anderes, als dass sich schlussendlich dieses Array von unten nach oben entsprechend befüllt mit den entsprechenden Werten und wir das Array genau einmal durchgehen, also n mal durchgehen, und ganz oben steht dann das richtige Ergebnis. Und deswegen ist das so schnell, weil wir einfach, wenn wir im Fibonacci von 10 berechnen, nur 10 Schritte haben. Wenn wir den von 20 berechnen, haben wir nur 20 Schritte, auch wenn die Zahlen sehr groß werden. Wie sieht es jetzt bei rekursiv aus, bei der rekursiven Implementierung? Auch hier sagen wir, wenn der Fibonacci mit 1 aufgerufen wird, dann return 1, ansonsten return 2, ebenfalls 1 beim Aufruf von 2. Und dann ist die dritte Zeile im Source Code im Endeffekt die rekursive Variante in der Definition um. Also wenn wir einen Fibonacci von 3 hätten, ruf auf Fibonacci von 1, der ruft eben sich selbst wieder auf mit und gibt 1 zurück, dann Fibonacci von 2 und dann die Zahlen addieren. Ja, bisher sieht das noch sehr unspektakulär aus. Bei 4 ist es jetzt so, dass wir den Fibonacci von 3 natürlich brauchen, der braucht ja von 1 und 2. Wir brauchen aber auch den Fibonacci von 2 wieder und deswegen gibt es hier wieder einen entsprechenden rekursiven Aufruf und er ermittelt diesen. Auch noch nicht schlimm. Ich glaube, ab 5 sieht man es langsam, wo das Problem liegt. Ja, die Definition sagt ja, wir brauchen den von n minus 1, also den 4er. Der 4er berechnet 3, 1 und 2, ja, und den 2er nochmal. Aber auch, er braucht die zweite Addition hier, Fibonacci von n minus 2. Das heißt, er braucht auch hier den Fibonacci von 3 nochmal. Der wiederum braucht den von 1 und von 2. Das heißt, der 1er wird schon zweimal berechnet, der 2er wird schon dreimal mehr oder weniger berechnet. Und spätestens beim Fibonacci von 6 ist klar, was passiert. Ja, wir brauchen den Fibonacci von 5, der diesen Teilbaum berechnet. Wir brauchen auch aber den Fibonacci von 4, der nahezu den gleichen Teilbaum nochmal hat. Und beim Fibonacci von 7 passiert nichts anderes, wie dass genau dieser Baum nochmal bleibt sozusagen und dann der 5er Baum noch einmal durchlaufen wird. Also bei jedem, wenn wir die Zahl um 1 erhöhen, sind nahezu doppelt so viele Schritte notwendig. Nicht ganz, aber nahezu. Das heißt, wenn wir das weiterdenken, das war jetzt nur der Fibonacci von 6, man sieht, wie viele Elemente hier schon vorhanden sind. Bei 7 verdoppelt sich es wieder, bei 8 verdoppelt sich es wieder, bei 9 verdoppelt sich es wieder. Ja, und wenn sich der Wert um 1 ändert und die Anzahl der Berechnungen, die notwendig sind, verdoppeln sich, nahezu zumindest, dann haben wir mit Abstand wohl die ziemlich schlechteste Laufzeit. Also bei iterativ sind wir linear, ja, je größer n wird, abhängig von n, haben wir eine lineare Abhängigkeit zur Anzahl der Rechenoperationen. Und bei rekursiven Implementierung, obwohl wir keine einzige Schleife sehen, haben wir ein exponentielles Wachstum, 2 hoch n. Und das ist echt langweilig und mies, also seht euch das andere Video an, wer es noch nicht kennt, und seht euch mal die Zeiten an, wie schnell
auch bei einer kleinen Zahl von n, wie groß der Laufzeitunterschied ist und wie langsam da die Rekursion ist. Rekursionen sind nicht per se langsam, aber in diesem Fall sehr wohl, weil eben immer so weit zurückgerechnet werden muss. Gut, also das nur zur Erklärung, warum die rekursive Implementierung von Fibonacci einfach wirklich, wirklich langweilig ist und man besser die Dreizeilencode mehr schreibt für die iterative Implementierung. Viel Spaß beim Selbstausprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.